Ich würde auch so gern mal Virologe sein, dann wird man auf mich hören, oh wie wär das fein. Ich käme täglich in der Tagesschau, die ganze Nation kennt mein Gesicht genau. Sogleich errichten wir ein Krisenkabinett, die Kanzlerin, die hat mit mir einen eigenen WhatsApp-Chat. Ich gäbe täglich eine Bundespressekonferenz. Man schätzt mich dafür meine ganz besondere Kompetenz. Denn auf die Wissenschaft hört jetzt die ganze Welt, auch wenn das der Wirtschaft so gar nicht gefällt. Die Politik, die hört auf uns und will auch nicht verzagen. Sie wird mit uns sogar den Systemwechsel wagen. Und was bisher noch keinem Klimatologen gelungen, als Virologe hab ich da nicht lange mit gerungen, mit meiner Warnung vor der großen Pandemie, zwing ich sogar die deutschen Autobauer in die Knie. Und wenn wir dann den Virus überwunden haben, dann stellen wir uns den anderen Menschheitsfragen. Wir machen uns gemeinsam an die nächste Krise ran und schauen uns mal genau die Klimakurve an. Flatten this curve, ja, wir schaffen auch die. Die Politik ist weltentschlossen wie noch nie. Denn wo ein Wille ist, da ist ein Weg, das haben wir jetzt bewiesen. Vielleicht macht uns das Mut für alle weiteren Krisen.